Hallöchen und willkommen wieder. Ich nehme wirklich eindeutig zu lange auf. Willkommen zurück zur nächsten Runde. Wir haben ja in der letzten Folge dieses Haus befreit. Warum auch immer wieder die Gegner wiederkommen. Was war das jetzt? Egal. So, nochmal das gleiche Grüten. Alles looten. Und versuchen irgendwie irgendwo den Zettel herzuzaubern. Weil ich vermute mal wirklich, dass das dieses Gebäude ist. Nur ich verstehe nicht, warum dann hier der Zettel nicht rumliegt. Weil dann ist es doch nicht das richtige Gebäude. Oder irre ich mich da jetzt? Jo, und drunter ist auch nichts. Es wäre wenigstens interessant, wenn jetzt hier das irgendwie in eine. Nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich mich so immer wieder irre. Ja, das ist nicht ganz hundertprozentig das, was ja gesagt wurde. Achso, erstmal wieder herstellen. Oh, wir können jetzt Molotows herstellen. Das ist auch geil. Mollys, hammergeil. Gut, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen Munition. Haben wieder kein Schießpulver, das ist aber natürlich schade. Gut. Des nördlichen Teils des Bezirks Grimhaven Bay unterwegs. Wir gucken mal nach. Das ist der nördliche Teil. Also noch nördlicher geht's nicht. Gut, das ist also richtig. Unterwegs. Als ich die Whispered Street entlang ging, hatte ich eine Vision und schaffte es kaum in die Hubert Street. Sie hat es kaum in die Hubert Street geschafft. Also hat sie es doch in die Hubert Street geschafft. Aber es macht trotzdem keinen Sinn, warum ich dann hier drinne bin. Wenn sie es gerade mal so bis hierhin geschafft hat. Aber es kommt immer drauf an, meint sie jetzt aus der Richtung? Oder aus der Richtung? Ich vermute mal aus der Richtung.
aber egal aus welcher Richtung die das meinte, haben wir hier nirgendwo eine weitere Tür. Sie hatte ja auch Visionen. Entlang dieser Straße. Ich finde es auch interessant, dass ich diese Stelle hier gar nicht bereinigen kann von Gegnern. Ich habe ja gedacht, ich kann die Stellen auch hier komplett säubern. Die Whisper Street, das ist richtig. Whisper Street, Hubert Avenue. Nee, das ist auch keine Tür. Ich bin verwirrt. Ist es jetzt nun diese Tür oder ist es die Tür? Nee, ich bin echt verwirrt. Und aus der Richtung her gibt es keine Tür, richtig? Hier gibt es einen Koffer. Hier gibt es eine Kiste. Die Whisper Street geht dort lang weiter. Und ich bin der Meinung, das kann nur diese Stelle gewesen sein. Nur dieses Haus kann es sein. Und sie ist ja die Whisper Street entlang gelaufen. Ich gehe jetzt mal hier lang, aber da hinten ist nur noch Wasser. Hier, zack, Wasser. Also kann es hier auch nie sein. Das kann nur dieses Gebäude sein. Hier kommen auch keine anderen komischen Wesen, ne? Hier oben drauf liegt auch nichts auf den Kisten. Nee. Ich bin verwirrt. Und die kommen ja immer wieder. Ich komme immer wieder, ich kriege dort immer wieder was raus. Ich gehe mal jetzt hier das ganze Haus mit diesem Blick ab.
Also wie gesagt, ihr könnt ruhig laut schreien, wenn ich irgendwas übersehen habe. Aber ich sehe hier einfach ja nicht. So, jetzt kommen die ersten Todesgedanken. Nö, hier ist einfach nichts. Was hat denn eigentlich mit diesem Stein überhaupt auf sich? Okay, bringt mir nichts. Und vor allem dieser die Straße entlang gegangen. Die sagt ja nirgendwo, dass sie in dem Haus war oder so. Das bedeutet, rein theoretisch müsste dieser Zettel irgendwo auf der Straße liegen. Wenn man mich fragt. Ich finde es auch krass, wie die es halt eben sagt, ne? Also ich hätte es kaum bis hierher geschafft. Kaum. So, die da drinnen sind wieder gespawnt. Und hier draußen jetzt auch. Aber nicht andauernd hier Geld, hier Munition verschwenden. Für das hier, was ich hier auch immer mache. Sagt, wäre es jetzt, könnte man jetzt hier noch reingehen? Okay, alles klar, hätte ich ja noch verstanden, dass es irgendwo auf dieser Straße ist. Aber das hier, das ist nix, das ist, kommst du nicht zu Potte mit dem Brief. Okay, da kann ich nie hochklettern. Schade eigentlich. Also ich weiß auch nicht. Also ich glaube, da kann ich... Ich habe jetzt hier fast die ganze Folge dafür verschwendet, hier diesen Brief zu suchen. Ich glaube, hier kommen wir nicht zu Potte. Auch nichts. Da klebt ein Hai an der Wand. Ne, da geht's auch nirgendwo hin. Nö.
Also ich werde hier aus der Stelle werde ich nicht schlau. Whisper Street, Ecke Hubert Avenue. Weil wie gesagt, die Straße bin ich jetzt hier von vorne bis hinten abgegangen. Von Wasserende zu bis Wasserende. Ich finde hier den Zettel nicht. Das echt nicht. Also das hier verstehe ich wirklich absolut nicht. Seit ich schreckliche... Ich fange wieder von oben an. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo müssen wir da hin? Warte mal, Oak Street, da waren wir doch schon mal. Waren wir schon überhaupt in Advent? Ja, in Advent waren wir schon mal. Okay, wir stellen erstmal wieder Sachen her. Oh, das ist ja schön. Können wir mal richtig viel Munition herstellen sogar. Gut. Ich habe Angst, dass mich jemand verfolgt. Und zwar seit ich im westlichen Teil des Bezirks Advent unterwegs war und an der Kreuzung Purity Road und Oak Street eine Vision hatte. Ich sah Spiegel mit Reflexion und jemand, der darin gefangen war. Sein panischer Gesichtsausdruck, als er vergebens versuchte, sich zu befreien, wühlte mich auf. Seitdem verfolgt mich immer mit gewissem Abstand ein sehr großer, dünner Mann. Beunruhigend ist das, dass ich ihn in Spiegeln sehe, aber nie von Angesicht zu Angesicht. Wenn ich mich an die Polizei wende, macht man sich auf der Wache bestimmt über mich lustig. Ich sollte mir einen Revolver zulegen und üben. Das klingt eher so, als wäre er vom Enderman besessen gewesen. Vom Slenderman. Oder vom Enderman. Eins von beiden. So, also. Purity Road, Oak Street. Hatte dort eine Vision. Vielleicht brauche ich diese Vision auf dieser Straße auch. Ich muss nach Visionen suchen, also. Purity Road, Oak Street. Da, an dieser Kreuzung soll es gewesen sein. Da ist Wasser. Da ist reines Wasser. Habe ich überlegt, weil dort das im Wasser ist. Das ist vielleicht hier hoch im Wasser, aber nee. Leider nicht. Naja, hätte ja sein können. Ja, da muss ich ein bisschen quer durch die Stadt. Okay. Das schaffen wir schon irgendwie. Du.
So, jetzt muss ich mal kurz was machen. Zack. Dreck. Der Monolith ist hier. Also bei der Kreuzung kann es da maximal wieder nur sein, dass es hier ein Haus oder ein Eingang irgendwo dort in der Mitte ist. Auch so geil oder so krass, wie hier auch die Schiffe einfach mal so in der Straße stehen. Na, ich bin noch nicht da. Okay, alles klar. Ist der. Hier, das könnte das hier schon sein. Deswegen, das ist so. Ich sag mal so krass. Das war gleich in der Runde los. Ach, der kleine Hoppler ist gleich hier oben. Aber wenigstens so kann ich ja wenigstens was damit anfangen. Wisst ihr, was ich meine? Alter, 20 mal Schießpulver gefunden. 20 mal Schießpulver gefunden. MG. Der Mann im Spiegel. Er ist weg. Seit diese fürchterliche Flut kam, sah ich ihn im Spiegel. Den Mann, der mir mein Spiegelbild raubte. Er trug meine Haut wie ein Anzug, und doch war nichts Menschliches an ihm. Er wusste, dass ich auf der anderen Seite stand und sah mich direkt an. Jeden Spiegel verdeckte ich in meinem Heim. Oder Heim? Heme! Doch vergebens, denn nach wie vor sah ich ihn in jedem Fenster, in jeder Pfütze und selbst in jeden Augen, in den Augen anderer Menschen. Die Nachbarn begannen mich schief anzusehen. An Schlaf war nicht mehr zu denken, da ich sein Gesicht in Albträumen sah. Und wenn ich dann aufwachte, vernahm ich Geflüster aus den Spiegeln, doch nun ist er fort. Als ich die Abdeckung von einem der Spiegel nahm, um ihn zu zertrümmern, sah ich, dass sich darin nichts mehr spiegelte. Nichtsdestotrotz fühlte es sich so an, als wäre ich nicht allein. Get out, leave now.
Aber wir haben auch schon wieder, wir haben jetzt zwar die erste Seite wieder mal gefunden, aber leider ist auch schon wieder 25 Minuten vergangen. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe es versucht bei der anderen Stelle. Ich habe die Seite einfach nicht gefunden. Du brauchst dich nicht umgucken. Wir haben noch keine Panikattacken hier. Noch nie. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.